Leute, was geht ab? Neue Runde. Wer bin ich ist hier am Start mit dem kleinen Evo. Hi. Und ja, nachdem ich ja letzte Runde etwas gefailt habe mit SpongeBob. Warum nur? Ja, keine Ahnung, weil ich vielleicht eine Frage ausgelassen habe. Machen wir jetzt noch eine Runde und diesmal bin ich dann auch etwas besser vorbereitet noch, einfach weil ich halt jetzt auch so ein bisschen die Fragen jetzt schon drauf habe. Und ja, ich würde sagen, du hast gewonnen, du legst los, ne? Erstmal blenden wir ein, wer wer ist. Stimmt, genau. Machen wir dann nach dem jetzigen Gong. Ich habe Okay. vergessen, Musik anzumachen. Das mache ich dann nachher im Edit wieder rein. So, und wir blenden die Namen wieder aus in 3, 2, 1, jetzt. Sehr schön. So. Ich habe es normalerweise so gehalten, dass der Verlierer anfängt. Ach so, Also, ja. wie du möchtest. Alles klar, dann fange ich an. Das ist kein Problem. So, ich bin männlich. Korrekt. Ich bin real. Ja. Nee, du bist Lidl. So, ich bin am Leben. Nein. Okay. Gut, ich bin ein Mensch. Ja. Stimmt, das sollte ich auch noch fragen. Ich bin real. Ja. Beziehungsweise nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, bist du nicht. Okay, das heißt fiktional. Ja. Okay. An du. Ich bin ein Mensch. Ja. Alles klar. Ich bin Entertainer im weitesten Sinne. Nein. Hauptsächlich. Okay. Ein Entertainer. So. Ich bin fiktionaler Mensch. Das heißt, ich dürfte wahrscheinlich noch leben. Ist das deine Frage? Ich lebe noch. Ja. Still alive, wie du so schön sagtest. Beziehungsweise, ja, Entschuldigung, ich beziehe mich halt immer auf etwas anderes, aber nein, ja, obwohl. Ah, fuck. Doch, du bist noch tatsächlich am Leben, ja. Okay. What the fuck? Ich bin in Ja, der Entschuldigung, da musste ich nachdenken. Entertainment-Branche tätig. Ja. Enter. Ich hoffe, du hast. Ey. Beziehungsweise dein Charakter nicht. Du bist immer noch fiktiv. Ja, gut, ich sag mal, wenn ich irgendwo, was weiß ich, wenn ich SpongeBob wäre, dann bin ich halt auch in Entertainment. Tätig. Du bist da vertreten in dem Bereich. Bin im Entertainment-Bereich vertreten. Ja. Also dich sieht man im Entertainment. Ja, genau so was meine ich. Also Ja. Figuren, die du spielst in der Serie, die sind halt auch im Entertainment-Bereich tätig. Ich hoffe, du hast mir Okay. nichts aus der Serie gegeben, weil die kenne ich nicht. Jeder guckt den Scheiß und ich guck's halt nicht. Ja. Ich bin ein Seriencharakter. Nein. Okay, gut. Das heißt, ich bin nicht aus Game of Thrones. Hehe. Ich gucke keinen GOT. Das Ich ist. auch nicht. Okay, gut, Und dann. alle Zuschauer so, was? What? Warum? Der guckt kein Game of Thrones? What the Erstmal fuck? dir abonnieren. Ja. Gut, ich bin kein Serienschau. Okay, An dann. diesem Punkt haben wir 50% der Zuschauer verloren. 50? 75. Ja, würde ich schon, kommt schon eher. Dann du. Okay, ich bin. Kommen wir wieder mit der Frage aus der letzten Folge an. Ich bin Musiker. Nicht, dass ich wüsste. Ich Okay, glaube ein nicht, dass. Musiker. Also. Also, Nein, nein, nein. Du hast du zwar. wüsstest es, wenn er berühmt wäre im Musikbereich. Ja, also kann mal sein, Ja. dass du irgendwo auf einer Klarinette irgendwas geblasen hast, aber. Geblasen. Nee. Okay. Okay. So, das heißt. Kann man mich theoretisch auf dem Fernsehen sehen?
Im Fernsehen sehen. Du weißt, wie ich Ja. meine. Okay. Da komme ich auch hauptsächlich vor. Nein. Okay. Ich bin Politiker. Nein. Okay, welche berühmte Leute gibt es denn noch so? Das ist eine gute Frage. Fernsehen, aber nicht hauptsächlich. Bin aber im Entertainment-Bereich tätig. Keine Ahnung. Bin ich eine Videospielfigur? Hauptsächlich? Ja. Nein. Weil heutzutage gibt es alles als Videospielfigur. Es gibt Kim Jong-il als Videospielfigur. Ja, aber nicht hauptsächlich, das ist Ja, der Punkt. richtig. So, jetzt bin ich schon überfragt. Nein. Ich bin Erfinder. Bitte, ich war. Nein. An wen hast du jetzt gedacht? Ja, keine Ahnung, irgendwie Da Vinci oder sowas. Oder Edison oder James Watt oder sowas. Okay, da weißt Also du ja, irgendwelche wenn die. große Techniker oder so. Nee, nein, nein, Okay. nein, bist du nicht. Okay. Komme nicht hauptsächlich im Fernsehen vor. Ich komme nicht hauptsächlich in Videospielen vor. Beides wahrscheinlich, dass ich vorkomme. Also, ich komme ja im Fernsehen vor, aber nicht hauptsächlich. So wie du es Ja. gerade beantwortet hast, ich komme auch in Videospielen vor, also das ist eine Frage. Ja. Ja, Ja. war klar. Aber irgendwo anders her. Keine Ahnung. Und ich bin ja auch fiktional, das heißt, ich bin ja auch nicht so was wie ein fucking Musiker. Genau. Und ich kann auch nicht SpongeBob sein. Du könntest mir jetzt nicht so irgendwie die Retourkutsche geben. Ich drück dir jetzt auch selbst SpongeBob drauf. Das funktioniert ja Nein. nicht, weil ich bin ja kein Serienstar. Du bist ein realer Charakter. Wollte ich nur noch mal so sagen. Ja, aber ich bin ja fiktional. Also den du suchst, Ja. der ist ja fiktional. Ist ja Ja, egal. also, Ja, ja, klar. genau, Also ja. Entschuldigung. du suchst nicht den Schauspieler, du suchst halt die Figur, Die die ich bin. Person, ja. Genau, den Charakter. Wenn ich mich da etwas unklar ausdrücke, dann entschuldige ich mich hier an dieser Stelle, aber ich bin da noch nicht so geübt drin. Damit wir uns gleich verstehen, Ja. mit Fernsehen ist Film und Serie gemeint, ne? Oder siehst. Ja, aber du bist nicht hauptsächlich im Fernsehen. Das ist der Also, Punkt. wir verstehen uns da wirklich gleich, dass Fernsehen halt Film und Fernsehen ist. Ja? Okay, dann ja. Ach, Film und Serie, Entschuldigung. Ja, wenn du das so rum so zusammenfasst, dann ja, du bist im Fernsehen. Hauptsächlich. Ja, wenn du das wirklich so dann zusammenfasst, dann Okay, bist du hauptsächlich im das heißt, Fernsehen. du hast Film eigentlich als separat definiert, oder was? Ja, weil Film normalerweise nicht im Fernsehen, sondern im Kino läuft. Okay, ja gut, das definiere ich halt anders, weil Ja. alle Filme laufen irgendwann auch mal auf, keine Ahnung, RTL oder so ein Ja, Scheiße. gut. Ja. Ja, so sehe ich das. Gut. Das heißt, ein Film. Ich komme aus einem Hollywood-Blockbuster. Oh ja. Oh ja, sagt er. Hollywood-Blockbuster. Da gibt es ja auch nur so ein, zwei. Aus einem Action-Blockbuster. Ja, so kann man sagen, ja. Action. Okay. Aber du solltest, also mit Action meine ich, es ist jetzt, also das, wo du drin vorkommst, ist sehr actionlastig, aber es ist jetzt nicht das Genre Action. Ja, es ist halt mit Bubu-Knaller. Ja. Gut. Bin ich aus einer Comic-Verfilmung? Nein.
Okay, gut. Damit fällt viel raus. Ich hatte jetzt so an Ja. Ja, das Transformers, Marvel-Universum oder sowas. ich hatte an Transformers Ja. und Iron Man und sowas hatte ich jetzt gedacht. Ja. Also Marvel, DC kannst du komplett vergessen. Gut. So, ich bin Philosoph gewesen. Nein. Okay. War ich denn überhaupt mal berühmt? Ja, musst du ja sein, Ja. damit. Ansonsten würde mich man ja nicht kennen. So. Richtig. So. Bin aus keiner Comic-Verfilmung. Dein Ernst? Scheiße. Ja. Okay. Hollywood. Der Blockbuster ist rausgekommen, also in die Kinos rausgekommen, in den letzten 5 Jahren. Moment. Also 2012 ungefähr bis jetzt. Also ich nehme ganz 2012 mit. Nein. What the fuck? Okay, also Blockbuster von vor 2012. Gut, dann bist du dran. Okay, also kein Internet, kein Entertainer, kein Musiker, kein Politiker, kein Erfinder, kein Philosoph. So, bin ich denn Schriftsteller? Nein. Also auch, ja gut. Wobei, gut, wie genau definierst du Schriftsteller? Schriftsteller ist für mich Journalist, Autor, also jeder, der schreibt. Als Hauptberuf. Das ist so das Problem. Ich könnte jetzt nicht sagen, was. Also, ich weiß, worüber man ihn hauptsächlich kennt. Aber ob das sein Hauptberuf ist, ist schon schwierig. Aber ich würde Okay. sagen, zu seinem Hauptberuf gehört nicht unbedingt das Schreiben. Okay. So. Aber du hast schon mal was geschrieben. Okay, also, aber nicht jetzt, dass man mich darüber irgendwie so sehr kennen würde. Was bedeutende Werke sogar. Aber Oha. das ist nicht Ja, dein Hauptgebiet. So, also um das zusammenzufassen, ich bin ein Mensch, der in einem Film mitgespielt hat, der Hollywood-Blockbuster war, der vor 2012 rausgekommen ist. Halt mit viel Bum-Bum-Knaller, ist aber nicht unbedingt Action-Genre gewesen. Und das Ganze ist keine Comic-Verfilmung gewesen. ganz genau. What the fuck? Keine Ahnung, Mann. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Wobei, also die Zuschauer werden, also manche Zuschauer werden mich wahrscheinlich lynchen, dass ich gesagt habe, der Charakter ist noch am Leben. Aber Okay. meiner Meinung nach ist er das. Okay. What the fuck? Was ist das? Okay. Ich komme aus dem Fantasy-Bereich. Nein. Okay, dann bin ich nicht Gandalf. Ja, weil da könntest du drüber diskutieren, ist der jetzt tot, ist der jetzt nicht tot, aber. Der ist nicht tot. Der kommt ja noch in den Hobbit-Filmen vor, der kommt in Ja, den Moment, das ist Ringe-Filmen ja vor, in aber, allen. das ist ja zeitlich gesehen davor gewesen. Also. Ja, aber auch im letzten Herr der Ringe, also im Teil 3, kommt er auch wieder vor, nachdem er halt in Teil 2 in die Schlucht in den Minen von Eins. Moria gestürzt ist. In eins, der stürzt in die Gefährten, stürzt er darunter. Ach, das ist in 1? Ja Ja. gut, aber in 3 ist er ja auch noch vertreten, Ja, aber wo dann er fährt er ja dann. zu diesen Inseln und das kann man entweder als das Paradies, also als Tod bezeichnen oder halt nicht. Ja, stimmt, ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay, dann frag mal. Also ich habe was geschrieben, mehrere große Werke, aber ich bin nicht hauptberuflich Schriftsteller. Ja. Holy shit. Bin ich Deutscher? Nein. Okay.
Ausländer mit okay. Ein Fantasy. Gott im Himmel, ich hab keine Ahnung. Darf ich dir einen Tipp geben? Nein, jetzt gerade nicht. Okay, jetzt gerade nicht, okay. Und ich kann auch kein Star Wars Charakter sein. Das geht auch nicht. Hä? Warum nicht? Weil da, weil es da von zig Serien gibt. Inzwischen. Na gut, aber du kommst nicht hauptsächlich aus den Serien. Ja, okay, auch wieder wahr. Komm ich aus dem, komm ich schon wieder aus dem Sci-Fi-Bereich? Ja. Aus dem Star Wars-Bereich? Ja. Ist immerhin etwas, oder? Okay. Okay. Aber ich bin ein Mensch. Scheiße, das heißt, ich bin nicht Jar Jar Binks. Nein, bist du nicht. Okay. Also ich werte das jetzt nicht als Frage. Nee. Außerdem wäre das eine Verneinungsfrage gewesen. Ja, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja kein Gangan, also deswegen... Ja. Und ich glaube, du würdest nicht sagen, dass Anakin Skywalker still alive ist, also... Ich gehöre... Nee, das tatsächlich nicht. Ich gehöre tatsächlich zu den Guten. Nein. Okay. Okay. Ich habe jetzt so an Han Solo gedacht oder sowas. Weil da, keine Ahnung, ja, der ist ja so durchbohrt. Um dir das mal ein bisschen klarer zu machen. Bei mir ist es eine ähnliche Situation mit tot oder lebendig wie bei Gandalf. Hä? Man kann es so oder so sehen. Ach so, okay. Okay, gut. Okay. Okay, ich bin Ausländer. Da gibt's ja nur ein paar Länder. Fuck, ey, ich bin kein Politiker, ich bin kein Entertainer, ich bin kein Musiker, kein Erfinder, kein Philosoph, kein Schreiber. Ich bin Unternehmer? Also Firmenbesitzer, irgendwas? Nein. Okay, also kein Geschäftsmann. Nein. An wen hast du jetzt gedacht? Ja, keine Ahnung. Trump ist ja nicht nur Politiker. Ja, okay, gut. Bei Trump hätte ich dir gesagt, doch, der ist Politiker. Ja, tut zumindest meistens ja. So. Okay. Oder keine Ahnung, seine Söhne oder sowas. Oder, ja, der hat doch nur einen Sohn oder so. Ne? Keine Ahnung, kenne ich mich nur mit aus. Okay, das heißt, ich gehöre zur dunklen Seite. Ja. Okay. Okay. Ich sag mal so, da ich Star Wars, glaube ich, so alles irgendwann irgendwo gelesen und geschaut habe, was es gibt, kenne ich die Geschichte auch von Clone Wars. Deswegen, obwohl, nee, das war kein Mensch. Fuck, der ist kein Mensch. Wer denn? Darth Maul, hatte ich jetzt gedacht. Aber der ist kein Mensch. Ja, der ist kein Mensch. Fuck, wer gehört denn noch zur dunklen Seite? Sidious ist safe tot. Obwohl, ist Sidious safe tot? Ich habe in der klassischen Trilogie mitgespielt. Also 4, 5 und 6. 4, 5, 6, ja. Okay. Ich habe auch schon in Episode 1, 2 und 3 gespielt. Ja. Okay, das heißt, ich bin in allen 6. In Episode 7... Achso, ich darf ja nicht... nicht fragen. Genau. Episode 7 ist ohne mich ausgekommen. Ja.
Das klingt immer mehr nach Darth Sidious. Aber ich kann's. Da musst du mir das mit Still Alive erklären. Ich bin Darth Sidious. Ja. Da musst du mir das mit Still Alive erklären. Ich meine, der ist doch safe tot, oder nicht? Oder gibt's da irgendwer, der darüber Naja, diskutiert? laut EA nicht, denn er kommt als Charakter in Star Wars Battlefront 2 vor, und zwar nach der Zerstörung des zweiten Todessterns. What the fuck? Ja. Okay. Daher würde ich sagen, teils ja, teils nein. Okay. Okay. Hätte ich nicht, das hätte ich nicht gewusst. Das hätte ich wirklich nicht gewusst, dass es da wirklich Diskussionen überhaupt gibt, ob der still alive ist oder nicht. Ja, genauso wie ja die Diskussion ach, wie hieß der noch gleich, der mit den lila Laserschwertern. Mace the Window. Genau, Mace Windu, ob der halt noch am Leben ist und ob er nicht zufällig der jetzige Boss von First Order ist. Der dieses Riesenhologramm da ist. Okay. Weil der Kampfstil von Kylo Ren ähnelt nämlich sehr dem von Mace Windu. Und dadurch, dass nämlich nur Mace Windu als einziger das lila Laserschwert hat, ist quasi die Vermutung, dass er nämlich sowohl die helle als auch die dunkle Seite der Macht in sich trägt, quasi, und quasi aus beiden seine Kräfte bezieht. Okay. Ja, okay, gut. Also das mit Ne? der City ist hat mich so ein bisschen rausgekloppt. Ja, okay, gut. Dann du darfst. Deswegen habe ich auch gesagt, die Zuschauer werden mich Naja, lynchen. wahrscheinlich. Ja. Selber schuld. Alles klar. Ja. Boah. Ich lebte im letzten Jahrhundert, also im 20. Nein. Okay, im 19. Nein. 18. Nein. 17. Nein. 16. Unter anderem, ja. Okay, also 15. 16. Jahrhundert. Richtig. Ich bin Engländer. Nein. An wen hast du denn Scheiße, jetzt also nicht gedacht? Shakespeare. Nicht Shakespeare. Okay. Da hätte ich dir auch eventuell gesagt, ja, der gehört hauptsächlich zu den Schreiberlingen. Ja, obwohl er ja auch selber gespielt hat, aber okay, seien wir da mal nicht so. Ach. 15. 16. Jahrhundert, das ist so ein bisschen meine Schwachstelle, muss ich ehrlich sagen. Also kein Politiker, das heißt, es kann nicht irgendwie ein König sein oder sowas. Nein, 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 nein. Wer hat denn im 16. Jahrhundert geschrieben? Mehrere berühmte Geh weg Werke. vom Schreiben, das Schreiben weißt Naja, du aber. nicht. Okay. Aber auch kein Erfinder, das heißt Leonardo da Vinci und hier, wie heißt er noch, Galileo? Die sind es nicht, nein. Die fallen ja auch alle raus, weil die sind ja Erfinder gewesen, Philosophen und so weiter und so fort. Das Ja, waren was ja sind die denn noch gewesen? Universalgelehrte. Die waren Universalgelehrte. Ja, aber für was ist Michelangelo? Maler. Ja? Okay, meine Person ist ein Maler. Ja? Oh. Gut, dass ich so viele Maler aus der Zeit kenne. Van Gogh. Glaube, der ist erst Wann 17. lebte oder der überhaupt? 18. Ja. Ja, mit Malern kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also da werde ich dir natürlich nicht so Untermenschen gegeben haben, die kein Schwein kennt. Ja, schon klar. Also ich bin Maler. Also da gibt es einen ganz berühmten, den du jetzt gerade nicht genannt hast. Ja, mit Sicherheit. Eigentlich nur ein. Ja, auf den komme ich gerade nicht.
Du kommst da ernsthaft jetzt gerade nicht drauf. Nein. Es gibt bei den Turtles zum Beispiel jemanden, der dem ziemlich ähnlich klingt. Ja, Michelangelo kann es ja nicht sein. Warum nicht? Habe ich gerade gefragt. Nee, das hat... Ach nee, dir war... Nee, genau, ist Michelangelo rausgerutscht. Also ich bin Michelangelo. Ja. Oh. Ja, geil. Ja, ich hatte gerade so... Ja, wofür ist Michelangelo denn bekannt? Ja, scheiße. Hast du gesagt, ja, Maler. So, da habe ich gedacht, ja. Gut, dass er es nicht mitbekommen hat. Und da habe ich auch gedacht, ja, gut. Ja, logisch, Michelangelo. Ja. Und der ist Dichter gewesen. Ah. So, der ist Maler, Bildhauer, Architekt und Dichter gewesen. Ja. So, und für die Zeit war der wohl bedeutend, aber ja, gut. Ich glaube kaum, dass du da irgendwann mal irgendwas von gelesen hast. Nee. So, aber ich kann dir halt nicht sagen, nein, du hast noch nie was geschrieben. Es könnte ja sein, dass du irgendwann mal in der Schule davon gehört hast, dass der Dichter ist. Dann hättest du mir gesagt, hey, der hat aber mal was geschrieben. Ja. Deswegen musste ich dir das so sagen. Alles klar. Siehst du? Ja. Oh, Michelangelo. Ey, dass du auch nicht weitergegangen bist in die Länder, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ja. Aber hätte dir das geholfen, dass der Italiener ist? Ja, mit Sicherheit. Naja. Naja, kann man nichts machen. Richtig. Gut, dann hoffe ich mal, dass ihr mich nicht allzu sehr rannimmt wegen Darth Sidious. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss und schönen Tag noch. Also, tschüss.